Hallöchen zu einer Runde Diablo 2. Heute geht's Duriel an den Kragen und ich kann euch jetzt schon versprechen, ich werde sterben. So, da das Problem mit dem 3D-Sound immer noch nicht gelöst ist, spreche ich jetzt hier im Nachhinein, was allerdings auch ziemlich doof ist. Von der Sache her halte ich meine Klappe und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ciao. Schön, euch zu sehen. Guten Abend. Kommt näher und lasst uns handeln. Könnt ihr Hilfe gebrauchen? Stimmt.
können. Seid gegrüßt. Suchst du mal. Könnt ihr Hilfe gebrauchen? Hallo, Sterblicher, ich danke dir für meine Freiheit. Aber ich habe dich früher erwartet. Ich bin der Erzengel Tyrael. Ich bin hergekommen, um zu verhindern, dass Diablo seinen Bruder Baal befreit. Doch ich habe versagt. Nun ziehen Schrecken und Zerstörung frei durch die Welt. In diesem Augenblick sind sie nach Kurast unterwegs, der Hauptstadt des Ostens. Zum Herzen des Zakarum-Tempels. Sie hoffen dort, Mephisto zu finden, ihren ältesten Bruder, den Herrn des Hasses, der vor Jahrhunderten dort eingesperrt wurde. Wenn die drei großen Übel sich vereinen, sind sie unüberwindbar. Zwar ist unklar, welche Ziele sie verfolgen, aber sie müssen um jeden Preis aufgehalten werden. Ich bin gebrochen. Und die Energie, die mich an diese Welt bindet, schwindet rapide. Du musst meine Aufgabe vollenden und verhindern, dass die drei Brüder sich vereinen. Du musst über das Meer reisen und Diablo und Baal in Kurast suchen.
Jetzt spute dich, Sterblicher. Für uns alle wird die Zeit... Der Erzengel Tyrael war derjenige, der den Horadrim vor 260 Jahren die Seelensteine gegeben hat. Es ist höchst ungewöhnlich, dass die Mächte des Himmels so direkt in das Schicksal der Menschen eingreifen. Aber man sagt, dass Tyrael auf eigene Faust gehandelt hat. Warum? Das haben wir nie herausfinden können. Möglicherweise tut er es gegen die Zustimmung des Himmels, weil er bezweifelt, dass wir uns selbst verteidigen können. Vielleicht scheint ihm die Bedrohung auch größer zu sein als seinen Herren und Meistern. Die Taten der Hölle sind meist schnurgerade auf Zerstörung ausgerichtet. Aber die Motive des Himmels sind unergründlich. Und nun sputet euch. Diablo und Baal müssen aufgehalten werden, ehe sie mit ihrem Bruder Mephisto zusammentreffen können. Wenn sich die drei großen Übel wieder vereinen, bedeutet dies das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Guten Tag. Das sind schreckliche Neuigkeiten. Baal ist eines der mächtigsten Magier der Menschen habhaft geworden und der Herr des Schreckens leitet seine Schritte. Sie müssen aufgehalten werden, denn ich bin sicher, sie wollen ihren älteren Bruder Mephisto befreien, den Herrn des Hasses, der unter der verderbten Stadt Kurast gefangen ist. Ich fürchte, ihr geht einem gewaltigen Übel entgegen, aber euer Glaube kann euch retten. Möget ihr stets im Lichte gehen.